Heute Expresskneipenquiz. Hier ist der Elf-Freunde Adventskalender und ich melde mich aus dem FC St. Pauli Museum mit einem, sag ich mal, Kneipenquiz Express. Nämlich eine kleine Frage zum Hamburger Fußball. Es geht nicht um den FC St. Pauli, sondern es geht um den Hamburger Sportverein. Und es ist wirklich was für Spezialisten. Und ich sage, Elf-Freunde-Leser wissen mehr. Wer vor ungefähr 10 Jahren, eins der ersten, Fußball mein Leben und ich gelesen hat, könnte diese Frage möglicherweise beantworten. Die Frage lautet, ich muss sie ablesen, sie ist sehr lang, in welcher Disziplin abseits des Rasens galten die jungen HSV-Stürmer Uwe Seeler und Klaus Stürmer in den 50ern im Mannschaftskreis als unbesiegbar? Wir reden jetzt ungefähr über das Jahr 54, 55. Klaus Stürmer und Uwe Seeler, Klaus Stürmer schon früh verstorben, gemeinsam mit Uwe Seeler die Flügelzange des HSV damals. Großartige Tore. Ich gebe 4 Antworten vor. Waren die beiden absolute Asse im Tischtennis? A. B. Im Teebeutel-Weitwurf. C. Im Rock'n'Roll-Tanzen, wo sie die Dance hier auf dem Kiez vielleicht verrückt gemacht haben. Oder D. Im Bockwurst-Wettessen. Also, Klaus Stürmer und Uwe Seeler waren nicht nur großartige Stürmer des HSV, sondern sie waren auch im Mannschaftskreis bekannt für eine spezielle Disziplin, in der sie außergewöhnlich gut waren, nämlich im Tischtennis, im Teebeutelweitwurf, im Rock'n'Roll-Tanzen oder im Bockwurst-Wettessen. Wenn ihr es wisst, könnt ihr tolle Preise gewinnen. Schöne Grüße und kommt gut durch den Advent.